Willkommen, liebe Leute, zu einer Folge von Let's Play Factorio. Ja, und zwar versuchen wir heute das hinzubekommen. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe jetzt irgendwie nicht dran gedacht, das Ganze nochmal nachzugucken, wie das Ganze funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Und das hat sicher was mit diesem Radius davon nicht zu tun. Denn er muss wahrscheinlich irgendwann da drin sein, wo der alles abdeckt. Nehme ich jetzt einfach mal an. Also würde ich jetzt etwas mal denken. Hier zum Beispiel müsstet ihr jetzt in der Theorie alles abdecken. Gut, jetzt müssen wir noch wie viel verbinden dann damit. So, das hier können wir erst wieder abreißen. So, dann ist auch schon wieder durch. Irgendwie durchschlawinern. Ohne hat das Ding auch Strom. Aber irgendwie auch nicht. What? What the fuck did just happened? Irgendwie ging gerade mal ganz kurz um diese Art wieder runter, jetzt wieder oben. Okay, das ist wahrscheinlich gerade Repair Kits gemisst. Die Dinge da raus und flüstert es auch nicht. Hä? Also ist schon mal was passiert immerhin. Aber wenn ich richtig das, was ich will. Jetzt bis ich mal die 7-9 hier zum Beispiel loslasse. Die sammeln jetzt alle wieder einen Baum ein. Und bleiben da. Das ist vielleicht ein falscher Roboterhangar oder sowas. Ich bin mit den Robotern, die da drüber schweben eigentlich. Die entladen sich langsam, okay. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was ich jetzt nicht ganz hier gebaut habe oder sowas. Bei Logistik hier bei den Robotern. Roboterhangar. Ah, vielleicht brauchen die so eine Lagerkiste. Natürlich sein, weil sie irgendwann das große Problem ist, die können ja Zeug nirgends so ablagern und das können ja schnell nicht in den Roboterhangar einfach packen, weil der kein Inventar hat. Wahrscheinlich mal was für eine Lagerkiste oder sowas. Also eine normale Kiste hat ja auch nichts gebracht, aber diese anderen Roboter, die Logistikroboter, die können ja auch nur mit diesen Lagerkisten da interagieren. Sehen wir mal 5 Lagerkisten, gucken, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt einfach. Ich hoffe es jetzt jedenfalls einfach mal. So. Dauert noch einen ganz kleinen Moment zum Craften, ne? Gut. Eigentlich können wir hier unten auch noch so ein Radar-Ding hinstellen, eventuell. Noch angegriffen hier. Menschen, das Kinder. Aber unsere Reismine wurde immer noch nicht angegriffen. Ja gut, die pustet aber auch gerade absolut nichts, weil gerade gar kein Eisen groß verbraucht wird. Ja, da sieht man, die Bänder, die sind alle beide voll, da wird natürlich ja nicht so viel Smog produziert, logischerweise. Aber ich denke mal, das wird jetzt das große Problem sein, das hier. Ja, jetzt kommen nämlich auf welche, um sich aufzuladen auch. Also das funktioniert auch schon mal anscheinend mit dem Aufladen. Die sind nicht ja da drin, sondern die schweben dann da drüber irgendwie, aber. Ne? Gut, jetzt haben wir gleich die Kisten. Da kann ich noch eine Lampe mit hier hinstellen, das fällt mir gerade auf. Und jetzt kommt der große Moment. Yay! It's working! Nice, jetzt wird hier erstmal ordentlich gerodet. Mal gucken, wie lange es denn dauert. Dann war das jetzt also das, was quasi gefehlt hat, dass der Groschen sozusagen, der gefallen ist. Keine Ahnung. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar mehr Strommasten wieder, weil
Aktuell haben wir 0. So ein paar wenige. 43, das geht ja noch. Gut, ich würde dann eigentlich mal anfangen langsam mit der Produktion der blauen Flaschen. Nachdem ich jetzt erstmal die restlichen Solarzellen noch angeschlossen habe vielleicht. Weil das würde uns dann halt eben sehr viel erforschen wieder ermöglichen. Denn blaue Flaschen sind äußerst wichtig. Gut, dann. Wir gucken, was wir sonst noch jetzt erforschen könnten vielleicht. Wofür wir noch keine brauchen. Spieleabtransport, Logistikinventar. Mit dem Logistikinventar soll ich noch nicht machen. Weil wir das Logistiksystem noch nicht machen können. Pyrotechniker vielleicht machen. Raketentechnik und Flammenwerfer. Das klingt doch mal beides interessant auf jeden Fall. Natürlich jetzt nur für ne, Forschungszwecke, steht sich. Stellen wir nochmal die Lampen hier ein bisschen schöner hin. Und dann beginnen wir direkt da hier mit dem blauen Flaschenwahnsinn. Gut, jetzt auch dann Flammenwerfer. Und ist auch gleich fertig, Alter. Das geht natürlich ziemlich schnell jetzt. Nice. Landminen klingt auch interessant. Und ist ja auch instant fertig hier, ne? So, was gibt's noch so schönes? Raketentechnik. Okay, das dauert jetzt ein bisschen länger. Rakete und Raketenwerfer. Braucht man eigentlich auch so für alles mögliche, deswegen ist es relativ wichtig, denke ich mal. Gut, ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier so weiter und bauen das hier daneben dran einfach mit den blauen Flaschen. Dazu wollen wir natürlich erstmal wieder ordentlich an Fließbändern. Obwohl, das mache ich jetzt mal ein bisschen anders eigentlich am liebsten. Ich fange jetzt mal an, weil ich mal gucken, was ich brauche alles für blaue Flaschen. Also dafür brauche ich Batterien und Stahlträger. Das ist natürlich jetzt, weil sie dann so direkt erstmal fertig sind. Das dafür muss ich mir nichts machen. Intelligente Greifarme, die brauchen meines Wissens nach schnelle Greifarme. Genau, die brauchen schnelle Greifarme, aber die brauchen wiederum normale Greifarme. Das heißt, da können wir hier erst mal anfangen mit schnellen Greifarmen, würde ich sagen. Das heißt, wir klemmen uns einfach mal hier mit dran. Und machen dann hier mal. Ja, nicht so viel eigentlich, ne? So sollte es eigentlich erstmal ausreichend sein, denke ich. Ich kann erstmal noch ein paar mehr Fabriken hier direkt mal machen. Und dann brauche ich erstmal ein bisschen mehr Eisen hier. Müssen wir erstmal alles in den Band hier wieder. Da kann ich auch schon mal wieder ein paar neue machen davon. Gut, und ihr produziert jetzt am besten mal. Am besten steht immer nicht dort, sondern noch mit einem Abstand vielleicht. Guck mal, so ist hier ein Platz da lassen noch dazwischen. Obwohl vielleicht lasse ich noch zwei dazwischen lieber. Das Ganze so. Genau, dann brauche ich jetzt natürlich die Greifarme dann dafür. Und dann mache ich das wieder mit großen Greifarmen, die das dann raustragen. Und zwar bauen die jetzt hier die schnellen Greifarme. Mal gucken, was wir so alles dafür brauchen. Hier Eisenplatten und elektrische Schaltkreise. Gut, dann würde ich mal sagen, graben wir uns einfach von dort ein bisschen. Das Zeug hier runter. So, das heißt, haben wir die schon mal dann dort noch. Dann brauchen wir noch Eisen. Die Eisendinger brauchen wir auch noch. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal. Ich ziehe das Band aber nicht direkt durch, oder? Naja, ist eigentlich egal, oder? Obwohl, nee, da wird. Ich mach's erstmal so. Das heißt, dass dann hier nicht so viel durchkommt, sondern es hier nur so ein bisschen staut. Ich glaube, es ist ziemlich unnötig, aber das sehen wir dann. So, jetzt muss ich mal kurz mit Strom verbinden, dass ich sehe, auf welche Seite das hier umgelegt wird. Okay, auf die obere Seite. Das ist natürlich jetzt blöd. Da muss ich jetzt hier einen ganz kurzen Trick anwenden, quasi.
erforsche einfach noch hier alles, was jetzt hier irgendwie man noch machen kann halt, ne? Und ja, halt, das ist falsch. Das ist natürlich jetzt falsch. Andersrum muss das natürlich jetzt sein. Das heißt, die gehen dort drauf, die Seite, perfekt. Und das heißt, dann hätten die schon mal alles hier für die schnellen Greifarme. Die schnellen Greifarme werden dann hier runtergelegt auf das nächste Fließband. Und dann sind hier natürlich wieder weitere Montagemaschinen, die dann die intelligenten Greifarme produzieren. Die dann noch mehr elektrische Schaltkreise noch brauchen. Das ist ja. Das geht ja noch, da ist ja noch entspannt. Also ich glaube, da macht es mehr Sinn, hier das Ganze unterirdisch dann zu machen. Guck mal ganz kurz, ob es funktioniert, dass der das direkt da drauf legt. Ich glaube fast schon nicht, aber ein Versuch ist es ja immerhin wert, denke ich. So, dann noch ein paar hier. Ja, so erstmal es schöner aussieht und dann jetzt natürlich dann noch hier. Erstmal, dann kriegt das Ding hier schon mal Strom. Das funktioniert auch wie geschmiert hier. So, das heißt, wir können jetzt dann hier vorne direkt dann runtergehen. Ja, komm, ich gehe jetzt hier direkt so runter, ne? Was soll's? Vielleicht muss ich mal umbauen, wenn ich jetzt hier noch mehr hier quasi produzieren muss. Aber das sehen wir dann noch. Das heißt, nehmen wir jetzt die von hier. Genau. Dann kriegt er von hier an die schnellen Greifarme dann auch noch. Ich kann schon mal alles mal anschließen hier, damit ich schon mal so ein bisschen das besser sehen kann. Also jetzt hier die schnellen Greifarme und dann kommen jetzt hier die intelligenten dann raus. Die kommen wieder auf die nächste Stufe dann nach unten, ne? Die ist noch richtig rum, das passt. Gut, dann kommen wir nochmal Licht hin. Dann hätten wir schon mal die intelligenten Greifarme auch fertig. Die wir hierfür benötigen, ne? Nur die intelligenten, genau. Und dann kommt das, bevor es mir noch ein bisschen graut, und zwar sind das die erweiterten Schaltkreise hier. Gut, elektrische Schaltkreise, Kunststoffstangen und Kupferkabel. Und die produziere ich jetzt nicht hier unten, sondern die produziere ich jetzt nämlich woanders, und zwar hier oben. Warum hier oben? Das ist natürlich jetzt ganz, ganz einfach, weil ich jetzt natürlich mir von hier direkt hier runter snacken kann, den normalen Grün schon. Ich kann die mal noch ein bisschen hier abspeeden. Gut, das heißt, jetzt baue ich hier mal mit 1, 2 Abstand mal noch 3 solche Fabriken mehr hier hin, die dann die produzieren, die schnellen. Ich stelle schon mal über ein. Ne, die erweitert nicht die schnellen. Die erweiterten. Das ist ein Unterschied natürlich. So, das heißt, die kriegen einfach von hier unten dann ihre ganzen Kupferkabel. Dann kriegen die von dort oben die Dinger. So, dann brauche ich natürlich noch die ganzen Kunststoffstangen und noch den Output. Den Output, den würde ich sagen, der kommt nach unten. Jetzt brauche ich hier noch mehr solche Greifarme, solche großen, ne? Bam, bam, dann kommt hier noch der eine hin. Dann mache ich hier so und dann kommt der Mast auf die Seite. Und dann kommt dann hier unten der Output dann hin schon mal für die elektrischen Schaltkreise, für die erweiterten. Brauche natürlich hier von hier oben dann ganz klar ihre Kunststoffstangen. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich das hier oben machen möchte, weil hier oben habe ich ja schon Kunststoffstangen paar. So, und dann kommt hier einfach so ein Puffer dazwischen. Und dann werden die einmal quer durchgeleitet. Erstmal noch überirdisch, aber kann ich halt nur noch unterirdisch machen. Aber so finde ich es erstmal als ein bisschen übersichtlicher, wenn man dann sieht, wo was lang kommt und nicht über so 10.000 unterirdische Fließbänder sind.
wo keiner einen Plan hat, wo die hinkommen, wo die herkommen, was die machen, was sie tun. So, und das funktioniert hier schon mal, oder? Ja, hier wird jetzt schon mal produziert, das ist sehr nice. Das heißt, das alles muss nur noch an Ort und Stelle gebracht werden. Jetzt brauche ich erstmal natürlich noch ein bisschen Eisen hier wieder. Und das ist das Problem, weil es kommt nämlich kein Eisen mehr, das staut sich dort alles nicht mehr so auf wie früher. Obwohl denen alle auf Hochdruck halt arbeiten. Das heißt, da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern, um die Eisenproduktion. Naja, gut, ich meine, zur Not, zur allergrößten Not können wir ja immer noch so ein bisschen wieder unsere Kisten dort erstmal entleeren lassen. Aber das mache ich hier. Hier muss es hin. Oh Gott. Ja, ich kann es hier direkt dann so machen wieder, nur so ganz kurz drunter durchtauchen. So, und das alles muss dann auch irgendwo hin, wo ich dann die blauen Flaschen produziere. Das heißt, ich muss es jetzt irgendwo am klügsten, mal gucken, was ich am klügsten machen kann. Am besten wäre es, denke ich mal, wenn ich da einfach hier unten drunter mache. Ich kann die aber auch so runterführen. Wenn ich glaube, ich mach's einfach dann hier dahinter einfach. Aber ich mach's lieber so, dass es danach unten geht. Auf jeden Fall dieses Band, das lege ich jetzt erstmal in die andere Richtung. Das drehe ich erstmal. So, ich muss noch ein paar neue Fließbänder hier. Das ist ja. Geht ja mal gar nicht hier, ne? So, weil ich brauche dann insgesamt vier verschiedene Dinge. Ich schon mal die krassen Sachen machen, wo ich für die Alien-Fläschchen brauche. So, dann verdrehe ich das erstmal in die Richtung jetzt hier um. Lass das Ganze noch eins weitergehen. Jetzt geht es nach unten. Das heißt, jetzt kommen dann hier die Dinger hin. Was dann natürlich bedeuten muss. Also, ich stelle schon mal ein, damit ich mal sehe, was ich alles brauche. So, ich brauche hier Wissenschaftspaket-Dinger. Was mache ich? Hier, Wissenschaftspaket 3, genau. Also, Batterie muss ich auch noch irgendwie hier runterleiten. Stahlträger muss ich irgendwie rüberleiten. Und dann leite ich jetzt erstmal noch die Dinger hier fertig rüber, die schönen Schaltkreise. Hier ein bisschen kompakter jetzt einfach mal. Hier noch so halb über den See. Oh, so, nee, halt. Gott, stopp. So, jetzt muss ich nochmal hier unten wieder in den Tunnel gehen, obwohl ich kann eigentlich, glaube ich, das direkt dann genau einmal komplett runter durchmachen. Dann jetzt hier runter, dann den nächsten Tunnel. Und dann jetzt hier rüber. Funktioniert es jetzt einfach, wenn ich das jetzt hier so hinmache? Ja, es funktioniert perfekt, das ist doch schon mal was. Gut, dann habe ich schon mal die ersten zwei Sachen fertig. Fehlen jetzt also nur noch die Batterien und die Dinger, ne? Die Stahlträger. Die Stahlträger werden nicht mehr erstmal das größte Problem sein. Aber jetzt kommen erstmal halt die Batterien hier. Die sind in der Kiste, glaube ich, drin gewesen, ne? Genau. Also dann wollen wir mal die Batterien hier rausholen. Wird dann hier mal unterirdisch, hier und runter durch. Dann jetzt hier entlang. Das haben wir hier wieder runter. Und das war's auch schon wieder mit den Fließbändern. Neue holen hier und die hätten wir noch ein paar neue machen vielleicht auch. Gut. Weil Fließbänder brauche ich jetzt mich erstmal einige, denke ich. Ich kann es jetzt schon mal zusammenlegen, die beiden Dinge, aber. Nee, es hat jetzt nicht genug Style. Jetzt tauche ich mich mal hier unten durch schon mal. Ich finde es ist auch so ein bisschen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist es so ein bisschen das, wofür Factorio Spiel einfach, steht. Einfach so 10.000 Fließbänder managen.
die denn da halt irgendwie so untereinander durchgehen, aneinander vorbeigehen und so weiter und so fort. Also ich finde es ziemlich cool an diesem Spiel halt. Ich freue mich ein paar hier von den unterirdischen Dingern. So, jetzt gehe ich da hier unten drunter durch. Klar, man könnte es natürlich vieles viel, viel effektiver gestalten, keine Frage, aber ja, ne? Kann man, muss man aber nicht so. Und ich finde es ja auch ein bisschen der Charme von dem Spiel. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt eine Ausrede gesucht habe, um meinen Baustil zu entschuldigen. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch Stahlträger und dann haben wir schon mal die blauen Flaschen. Ich habe gerade auf den Timer geschaut und habe so gedacht, steht da sicher schon so 40 Minuten oder sowas, aber nee. Gerade mal 20 Minuten, also da sind wir ziemlich effektiv durchgekommen bis jetzt. Kampfroboterschaden. Ich hätte wahrscheinlich vorher erst nie welche machen, aber trotzdem, na, teuer sind die auch nicht, aber naja, muss man jetzt auch nicht unbedingt haben, ne? So, denn wir brauchen nämlich eine extra Eisenproduktion für diese Stahlproduktion, finde ich. Und ja, genau. Das heißt, dann nehme ich mir mal von hier oben mal ein bisschen Festbrennstoff in einem Fließband runter. Und dann crafte ich mir selbst so ein paar Hochöfen. Die Gastöfen, die ich habe, die kann ich by the way einfach mal wegtun, glaube ich. Wo ist das Ding? Hier oben ist die Useless Technology Kiste. Da kann ich ja schon mal die Alien-Artefakte reintun. Auch wenn die nicht so useless sind, aber trotzdem. Gut, dann. Genau, wir brauchen hier Stahlträger auf der einen Seite. Ist auch cool, wir brauchen Stahlträger, um mehr Stahlträger herzustellen. Dann brauchen wir noch Ziegelsteine, das weiß ich noch. Gut, also das Ganze wird dann mit einer eigenen Eisenproduktion dann sein. Einfach weil es geht und weil unsere Eisenproduktion sowieso total am Arsch ist. Och nö. Stop, aber fast. Hier. Halt, stopp. Ja, das ist natürlich jetzt unintelligent gewesen. Jetzt haben wir zwar hier über 100 Mauern. Schön und gut, aber wir haben jetzt halt keine Ziegelsteine, ne? Okay. Da muss ich mal kurz warten. 312 Solarpanels. Sehr schön, wir können ja mal die ganzen Solarpanels aufstellen derzeit. Dann haben wir wieder einige zusammengekriegt. Sind noch drin. Gut, kann ich mal wieder noch ein paar neue noch nachlegen hier, die ich noch hatte. Gut, 52 neue Solarpanels mal soeben. Gott. Das Solar Imperium ist rising. Schön über die ganze ehemalige Kupfermine so drüber zimmern. Why not? Ja gut, es wird dort oben halt wieder ein bisschen eng. Das heißt, ich fange wieder von hier unten erstmal an. Und baue das Ganze nicht so weit. Sondern nur bis hierhin so erstmal. Das war es ja auch schon wieder hier. Also so viel war es jetzt gar nicht, Alter. Das ist richtig krass, finde ich einfach. Ich hatte nie in diesem Spiel so viele Solarpanels auf einen Haufen gesehen, ne? Noch nicht mal, als ich selbst so gespielt hatte ich so viele Solarpanels. Da ich bei weitem nicht so viel hatte, da habe ich die auch von Hand gecraftet. Das ist halt der größte Fehler, den man machen kann. Deswegen muss auch weg, dann ist besser. Weil sobald du die Solarpanels von Hand craftest, hast du eigentlich verloren. Weil es dauert so eine Ewigkeit einfach. Und so kriegt er einfach nie 362 Solarpanels zusammen. Das geht einfach nicht. Da müsst du dich ein halbes Jahrtausend lang AFK in die Ecke stellen, dass du so viele Dinge hast. So, Lampen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Man muss es ja schön sehen können. Abfuck, Alter.
Ich feiere das aber auch irgendwie ein bisschen. Da ist schon eine Lampe drin, das ist gut. So. Jetzt haben wir bestimmt mal wieder genug Ziegelsteine hier zusammen. Für die Produktion von. Nix, erstmal ein paar Hochöfen, ja. Ich könnte theoretisch auch die alten Öfen damit wieder verwenden, aber da. Nee. Nee, macht man nicht. Das ist nicht so toll. Aus Gründen. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Eisen wieder für Sachen. Vielleicht nicht von hier, von dort erst recht nicht. Naja. Oh, wir haben ja noch zwei Solarmodule. Naja. Stelle ich mal später noch auf. Gut, jetzt kann ich noch kurz ein paar Teilerfließbänder machen. Und zwar nicht für hier oben, weil hier oben möchte ich mir durch das Ganze jetzt rausteilen. Das Ganze geht jetzt so und dann geht das Ganze hier so und dann so. Damn. Gut. So, jetzt geht das erstmal hier rüber. Auf eine lange Spur. Und jetzt kommen nämlich von hier oben schon mal die ersten Hochöfen hin. Dann geht es hier nach oben wieder und dann geht das hier oben hier lang wieder hier runter. Dann geht das ja schon mal nochmal Energie ein bisschen. Obwohl halt ich mal das anders. Ich mache ja auch einfach so ein Teilerfließband hin. Dann funktioniert das Ganze vielleicht etwas effektiver dann noch. So, jetzt braucht das Ganze natürlich schon mal überall die Inputs. Die Outputs kommen natürlich doch gleich, weil das ja erstmal noch die Stufe 1 sozusagen. Dann sollte man vielleicht auch anschließen an das Stromnetz, damit das auch funktioniert. Wenn man ein paar Lampen stellen vielleicht, die auf die Seite und auf die andere Seite. Denn jetzt gehen nämlich hier dann geht erstmal hier wieder alles aus, natürlich, sehr logisch. Aber das ist auch gar nicht der Plan, dass das ausgeht, sondern der Plan ist, dass es funktioniert. So, und zwar kommt jetzt hier nämlich Eisen raus. So. Und jetzt möchte ich da noch Stahl draus machen, aus dem ganzen Eisen. Jetzt führe ich das erstmal hier so rüber. Und jetzt brauche ich wieder hier erstmal Armbänder, Dinger, ne? Greifer, habe ich aber gerade gar keine mehr. Das heißt, da müssen wohl oder übel ein paar neue her. Aber dafür gibt es ja genug. So, einmal 43 neue Greifarme. Und dann ist das Problem eigentlich auch schon wieder gegessen. So. Hier schon mal über die ganzen Greifer hin, richtig, wie sie sollen. So, dann ist dazwischen zwei Platz und dann 1, 2 und dann kommt hier unten drunter die Greifer. So, jetzt brauchen wir natürlich noch die Fließbänder hierfür. Hier haben wir mal ein bisschen anders. Die erste Stufe kommt nochmal weg. Und das ist auch allgemein nach unten geleitet, damit ich das dann einfacher stacken kann, sozusagen. Und jetzt kommt dann hier einfach hier so ein Greifer hin und jetzt kommt hier so ein großer Greifer hin. Die dann das Ganze dann da runter nehmen. Oh Gott, nein, halt, stopp, das ist sehr unklug hier. Ganz, ganz unklug. Da kann ich eigentlich die nochmal alle einen weiter rüber verschieben. So, ja, ich meine, es entsteht hier gerade live in meinem Kopf sozusagen. Tut mir leid, wenn das noch nicht so perfekt durchgeplant jetzt alles erscheint. Weil es natürlich daran, dass alles nicht perfekt durchgeplant ist. Und wollen wir noch große Greifarme. Okay, das nächste Zeug hier erforschen einfach.
So, die können nämlich hier hin. So. Genau, verbinde ich hier schon mal eigentlich alles. Okay, nochmal eine Lampe eben dazwischen stellen. Genau, und jetzt kommt dann hier unten nochmal ein Fließband wieder hin, wo dann die ganzen Stahlträger drauf kommen. Und das Ganze kann ich jetzt theoretisch auch noch weiter nach unten so als decken. Und ja, das ist so der Gruppe, die grobe Idee dahinter. Das kann ich auch noch wegtun. Kann ich gleich noch die zwei Dinger hier unten wieder hinklatschen irgendwo. Und dann denke ich mal, dass genug Stahl erstmal vorhanden sein sollte. Das Ganze muss ich dann noch rüberleiten und dann ist das Ganze, oh Gott, auch eigentlich ein ganz Paletti, denke ich. So, sind jetzt genug Ziegelsteine da erstmal wieder. Das ist natürlich die Frage der Fragen. Ja, es sind genug Ziegelsteine im Haus. Für 10 weitere Hochöfen. Das ist doch perfekt. Mal gucken, ob das dann so funktioniert, erstmal von den Proportionen dort her. Und dass die Stahlproduktion lasse ich mal da stehen, die dort unten lasse ich auch nochmal dort stehen. Gut, dann kommen jetzt hier noch die Dinger eigentlich hin und dann. Hier zack, 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 zack und zack. Der letzte braucht nämlich noch einen Greifer. Der kann ja, wie wir wissen, ja dann auch hierauf liegen. Also das ist kein Problem. Jetzt brauchen wir noch der eine Ding hier Energie. Oh, wir haben hier ein kleines Problem, denke ich mal. Weil der nämlich erst hier hinlegt, deswegen muss das Ganze leider so sein. Ist jetzt zwar so ein bisschen asymmetrisch, aber hey. Ja gut, das dauert jetzt erstmal kurz alles, bis es aufgefüllt hat. Und bis das soweit ist, kann ich hier schon mal die ganzen Stahlträger irgendwie darüber leiten, wo sie hingehören. Ich will nicht noch so drin. 3, ja, cool, das geht eigentlich noch. So. Okay, jetzt brauche ich natürlich wieder erstmal hier eine Fließbänder. Und so einen riesen Haufen an Fließbänder. 105 waren das. Das sollte aber hoffentlich reichen. Also für immer zwar nicht, aber für erstmal halt. So, dann gehe ich mal hier unten drunter noch durch. Gott, das ist alles hier ziemlich eng. Allgemein das Problem, wenn man von der einen Seite der Fabrik sozusagen was auf die andere Seite bringen will, dann ist immer schwierig. Und auch nicht unbedingt immer das Schönste, was es gibt. Ich brauche neue Eisenplatten. Um mir wieder ein paar unterirdische Fließbänder zu machen. Yay. Obwohl, ich habe ja noch welche. Habe ich gerade noch nicht gesehen. Fail. Gut. Gott, jetzt wird das Ganze natürlich etwas komisch. So, dann kommt das Ganze hier und runter durch. Und jetzt bin ich wieder nach unten. Oh, an dieser schönen Batterieline hier vorbei. Ich liebe es. Gott, stopp. Wollen die halt die Batterien? Liegt ja beides auf demselben Fließband, stimmt. Ja gut, da kann ich gleich viel früher schon zusammenlegen. Da habe ich jetzt gerade überhaupt nicht dran gedacht. Aber ich kann das schon hier vorne eigentlich schon ziemlich weit vorne schon zusammenpacken eigentlich. Und zwar genau hier. So, perfekt. Wie viele Batterien stecken hier jetzt eigentlich noch drin? 141. Und dieses ganze kilometerlange Fließband schon voll. Ich liebe mein Leben, Alter. Oh, wir müssen gleich mal nach den Robotern gucken. Ich hab schon längst alles fertig weggerissen.
So, jetzt fehlt natürlich noch die eine letzte Sache, und zwar natürlich noch der Abtransport. Lass mal gucken, ist eigentlich alles da. Stahlträger fehlen gerade noch. Aber da kommt schon der erste Stahlträger. Gut. Und da würde ich mal sagen, in der nächsten Folge dann kümmern wir uns mal noch darum, dass die ganzen blauen Flaschen auch an ihrem Bestimmungsort landen, ne? Genau. Und wir können vielleicht nochmal die Produktion der anderen Sachen ein bisschen boosten, auch wenn es da, glaube ich, aktuell. Es liegt ja aktuell an den Dingern hier hauptsächlich. Und da liegt es gerade an Eisen. Woran mangelt es hier? Eigentlich mangelt es hier an gar nichts. Hier mangelt es einfach nur an Herstellungsgeschwindigkeit. Gut, denke ich mal, wird das so ein bisschen das, was wir in der nächsten Folge machen werden, dann noch. Cool, jetzt gucke ich nochmal, wie es hier oben jetzt aus mit der Stahlproduktion. Hier irgendwas. Nee, das werde ich nicht machen. Hier, Schrot für den Feuerrate. Brauche ich dann nie, aber. Egal. Gut, hier brauchen wir auf jeden Fall einen schönen Greifer. Und ich glaube, nicht einen schönen Greifer, wir brauchen hier allgemein einfach ein Splitterfließband vielleicht. Ja, ich brauche ein Splitterfließband eigentlich, das ist, glaube ich, die beste Wahl hierfür. So. Die produzieren nicht alle ausreichend schnell. Sind sogar schon alle relativ voll hier geworden. Holy shit. Gut. So, putzt da wieder ein bisschen Smog natürlich, ne? Oh, wir sind fast dort unten. Das heißt, bald wird es auch von der Seite aus interessant. Gut, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Folge von Let's Play Factorio. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge, macht's gut, stay tuned, euer Lukas.